Willkommen zu einem neuen Folge, zu einer neuen Folge von Amnesia. Euch begrüßt wie immer der Mahatma und Der Peppo. Wuhu. Wir haben uns nicht schlau gemacht. Das fanden wir uncool. Deswegen werden wir es einfach so weiterspielen. Bis wir rausfinden, wie wir hier irgendwo hinkommen. Was sind wir überhaupt? Ach ja, hier. So, Bücherregal. Also hier auch Bücherregale verschieben. Glaube ich nicht, steht auch nicht. Steht eigentlich. Oh. Insel, wir haben ja Kein Lammöl mehr. kein Lammöl mehr, aber wir haben nur Leichte leichte Kopfschmerzen. Okay. Ja. So kann ich noch leben. Wie viele Zünderbüchsen haben wir? Ich weiß nicht, irgendwas in den Fässern oder so zu brauchen. Das hat sich komisch angehört. Waren wir da denn schon? Ja, es ja. fängt zu an. Das sagt nichts. Doch, ich finde schon. Dahinter lag aber auch nichts. Hier auch. Ist ja auch nicht. Oh. Da klopft das Herz. Einmal wieder ins rechte Licht gerückt werden. Ist jetzt nicht schlimmer geworden, sieht nicht so aus. Nein, den brauchen wir schon mal nicht so sehen. Was jetzt irgendwie weiter. Da sind hier kommt aber. Die Tür? Oder war die zu? Die war zu, ne? Ja. Ah, guck mal. Wow! Wow! Monster! Nein, nein. Hier ist so Ach rote so, Grütze. Guck mal, oh. hier kommt Licht. Oh, wie schlecht. Oh, hab ich mich erschreckt. Ich bin so. Oh. Ich dachte jetzt echt, da ist ein Monster, ey. Aber der ist ja im eigentlichen Sinne gar nicht mehr so schlimm, ist, wenn man stirbt. Du startest ja genau da, wo du gestorben bist. Ja, yeah, das habe ich auch so gelesen. Ach so, das war ich ja. Zünderbüchsen haben wir auch null. Wir müssen mal ein bisschen sparsamer mit den Klamotten vorgehen. Ja, glaube ich aber auch. Das will ich dir zu machen. Ja, da kommt nicht. Errechnen wir mal 5 Minuten. Also. Hey, ein neuer Raum. Wow. Ja, das ist jetzt aber irgendwie so. Und sich bewegen. Okay. Was war da drin? Die Truhe. Was ist die Truhe? Ist die geöffnet? Das ist nur fake. Wie geil ist das denn? Das ist mega cool. Oh. Was haben wir? Durchgang.
kurz vor, in die Hand zu heben. Also das Fass, das war ja nicht mal drauf. Nee. Sie steckt fest, etwas blockiert die Kurve und die Rolle. Nee, hier ist nichts. Da ja auch nicht. Da oben! Ist sie schon leer? Nee, ich hab's jetzt ausgemacht. Ah, stell dir mal eine kleine Kiste dahin. Spring auf die Kiste und dann. Oh, wie schlecht. Ja, ruhig am Müll die ganze Zeit anlassen, wir haben da ja einen unendlichen Vorrat an Land. Oh! Da ist kein Öl mehr übrig. Ah, na super. Das kommt davon, wenn man sich auf andere Gegenstände verlässt. Vorsicht, das ist irgendwie die rote Pampe. Ah. Ich glaube, das reicht, oder? Dann auf. In die Tiefen, ne? Ja, ich glaube auch. Ducken? Boah, ja, diese rote Grütze immer. Wie tut mir der Daniel schon ein bisschen leid, ne? Was der hier durchmacht. Ist so. Du musst immer aufpassen, dass du nicht in die Hütze drehst. Beeinträchtigt uns das denn sehr vom körperlichen Schaden her? Schnittwunden. Blaue Flecken. Kellerarchive. Oha. Wir kommen der Sache langsam näher. Sprach durch die Oberfläche. Hier sind überall noch Lichter. Das ist okay. Wo? Das war's wohl mit dem. Okay, das war mein Blödsinn. Wasser. Bereite dich besser auf alles vor. Go! Vorsicht! Oh! Bleib mal da oben stehen. Besser ist das. Geh mal erstmal in den Raum. Was für... Shit, da ist was im Wasser. Scheiße. Da ist was im Wasser. Hast du das nicht gesehen? Diese... Ja. Die? Ja, die... Ja. Ich glaube, das ist eher, um uns eine Angst zu machen, oder? Ja, von Kiste zu Kiste, das geht doch. Das ist auf jeden Fall ganz heiß drauf, uns zu erwischen. Okay, wir können es in zwei Optionen auslegen. Entweder wir rennen jetzt erstmal in den Raum rein und sterben. Beziehungsweise da ist ja auch eine Kiste in dem Raum. Guck mal. Ich guck mal, kannst du glaube ich nicht nehmen. Guck mal in den Raum. Da ist die Kiste. Ja. Ist das da eine Kiste? Ja. Dann rennen wir mal ganz schnell hin. Wie nah es schon ist. Springen. Mit dem Anlauf quasi, halt Finger auf Anlauf gedrückt und dann rüber.
Guck mal, erst in den Raum. Na, guck mal, in dem Raum könnten immerhin noch Hilfsutensilien sein, wie Zunderbüchsen, Lampenöl oder sowas. Naja, ich weiß. Oder der Raum könnte eine totale Niete sein. Ja, das ist ein Was ist hier direkt hier vorne? Die Frage ist, wie schnell ist das wirklich hinter uns her? Wenn ich warte nochmal, bis Geplätscher kommt und dann renn in den Raum rein und spring sofort auf die erste Kiste. Wir sind auf einer Kiste, da ist ein Hebel. Scheiße. Da ist ein Hebel an der Wand. Jo. Geh nochmal einen Schritt zurück. Ja, ist hier drauf. Ja, das ist voll knapp, Alter. Jö. Warte mal, wen er will. Ich hab wirklich nicht wundern bei dem Wasser. Werf's mit der Holy Bibel. Ja, die Holy Bibel. Werf's ist dir! Lass doch mal gucken. Was war das denn bitte? Betätige einfach mal den Schalter. Jetzt da hinten auf jeden Fall das auch wieder. Guck mal, wie lange, ob das ein Zeitschalter ist oder? Ja, ja. Klackert halt so. Ja. Was mehr so denn? Nee, das ist nicht. Und ich lauf los. Was ist da? Ja, aber du musst ja sowieso übers Wasser. Also quasi über die Kisten, also von daher. Wenn das wirklich nur Zeitschalt wäre, dann wäre das schon unfair, finde ich. Ja. Ich glaube, da ist nichts hier. Da ist wirklich Zeitschalt. Oh. Okay. Dann versuch mal auf Stopp zu gehen. Ich weiß nicht, wie das ist, wie lange du im Wasser bleiben kannst. Oh, könnte so. Oh, oh, schnell, schnell! Oh, 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 oh. Ich glaube, das war heftig. Wow, oh, das war auch heftig. Körperlicher Zustand, kaum bei Bewusstsein. Oh. Also, wenn er uns das nächste Mal kriegt, Alter, dann sind wir fertig. Ja, aber ich habe ja nichts dabei. Und irgendwie... Guck mal. Ah. Boah, das ist echt hart, ey. Ich muss durchs Wasser. Ich muss schnell durchs Wasser und schnell auf die kleine Kiste. Shit! Wow, du bist gegengerannt! Fuck! Da! Das. Oh, oh, oh. Oh. Oh fuck. Das ist schon wieder zu. Warst du schnell genug?
Och, nicht nochmal, Leute. Oh, übel, ey, das ist hart. Aber ich frage mich, wie schnell das Viech im Wasser ist. Wirklich so, weil wenn du da an dem Hebel stehst, ob du dann einfach ins Wasser springen und einfach losrennen. Ich weiß es nicht. Wir können eigentlich ausprobieren, weil so von Dings her. Von der Killquote her oder auch mit dem Schwein. Von der Killquote her. Da ist ganz gut. Ja. Also an sich verfolgt uns das ja eh die ganze Zeit. Das war gewagt. Oh. Wir sind im Raum, wo wir sind, alle. Da! Ah, toll, ein Totenkopf. Da ist das nicht. Okay, wir wissen also, den Raum können wir mit Sicherheit meiden. Doch, da ist was! Zunderbüchse, oder? Nee, nehm's doch nicht. Ja, da noch. Ja, das ist für Lebensenergie. Genau, dann einfach mal. Wir springen auf die Kiste. Ah, shit. Wo? Ich komm nicht auf die Kiste. Doch, spring! Du könntest es schaffen. In der Theorie könntest du es schaffen. Das heißt, der ist einen Schritt immer hinter dir. Da ist noch ein bisschen aufgeräumt. Ich hoffe, er hat Geschmack in uns bekommen. Warte mal. Das muss jetzt, warte. Du musst warten, wenn er. Hier stehst du ja auf dieser Kiste. Ja. Ne? Hier ist der Hebel. Und hier ist ja noch Wasser. Das heißt, wenn hier ein Plätscher hinkommt, dann müsstest du den Hebel ziehen. Ich glaube, das runterspringen. Meinst du? Weil doch, da wo der Plätscher ist, da ist ja dieses Wesen, was uns an den Kragen will. Deswegen musst du gucken, wo. Keine Geduld! Junger Padawan! Und jetzt gibt Fersengeld. Hey, die ist zu groß. Auf die Kleine! Genau, jetzt durch! Und hopp! Schnell! Wow! Wir haben es durch das Tor geschafft! Jawohl! Oh. Aber da ist jetzt noch eins von den Viechern. Aber ich würde sagen, für den Anfang nicht schlecht. Ja, Das war hart. Auf jeden Fall schlecht. Gekonnt. Okay, wir machen jetzt erstmal Pause und jetzt darfst du dran. Das ist genau. Echt scheiße. Das ist echt scheiße. Aber er hat uns nicht einmal angefallen in der Zeit, ne? In der Zeit nicht, nein. Ja, sag ich ja. Achso, wir machen ja auf Pause, bevor er irre wird. Wir sind immer einen Schritt schneller als das Viech, deswegen. Aber irgendwann kriegt es uns ja. Wenn wir immer zwischendurch auf Kisten springen, kriegt es uns nicht. Genau. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich, bis zum nächsten Mal, ne?